Schon. So, herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft. Wie ihr sehen könnt, hat sich die Welt komplett verändert. Das liegt daran, weil wir ein neues Paket gekauft haben und dadurch wurde alles übernommen. Das ist dieses Maya-Paket. Nein, griechische Mythologie. Ja. Ah, nicht Mythologie, wie heißt das nochmal? Ach, doch nicht diesen. Maya sieht ganz anders aus. Also, sieht so ähnlich aus. Auf jeden Fall hat sich das komplett geändert. Sieht irgendwie auch geil aus, irgendwie. Ich finde ja. Sieht sogar noch besser aus als Skyrim. Ja. Skyrim wirkt irgendwie so duster, finde ich. Und da gibt es nicht so eine schönen Teile. Ja. Und das soll ich nicht wundern, warum ich jetzt mit dem Palast so derbe weit bin. Ich habe das Paket natürlich auch schon ausprobiert, von daher. So, ich muss kurz weg, da hat jemand geklingelt. Ja. Weil das wohl ist. Das sieht scheiße aus. Ich hoffe, es gibt Quadstufen. Sandstein. Quadstufe, da haben wir dich ja. Ja, das ist schon besser. So, ich bin ja da. Und wer war das? Kai. Hat er keinen Schlüssel? Vergessen war. Ja. Ja, die hatte ich überall gehabt. Das ist ein ziemlich teures Gebäude, wird das. Das sowieso. Ja. Nur unten ist es ein bisschen billig geworden, damit die das nicht alles abbauen können unten. Achso, dass sie dich nicht beklauen. Ja. Das sollen die Diamanten hier nämlich sein. Diamanten mit Goldfassung. Ja. In irgendeinem war, glaube ich, nur Diamant in irgendeinem Paket. Man konnte ja auch ein paar Probe machen auch. Gemälde, wo bist du? Ja, da haben wir dich ja. Ja. So, oder? Ja. Das sieht krass aus. Das ist bis jetzt das beste Paket bis jetzt, oder? Ja. Bei Skyrim ist ja kaum was dazugekommen. Ja, leider. Da gab es zwar einen Haufen Gemälde, aber nicht solche, die wir jetzt gerne hätten. Bloß bei den Gemälde können die noch anders machen, dass man direkt
Da komm schon, direkt auswählen kann die Gemälde. Ja. Jetzt ist er per Zufall. Ja. Das hat man nicht die, die man möchte, meist. Und hier, die Teppiche finde ich hier bei diesem Paket so geil. Ja. Bei den anderen sind sie, naja, so. Da lala. Kommen bei mir auch noch Teppiche rein. Der Drohnen, Feuer natürlich, fürs Licht. Und das hier sind diese komischen Leuchter inne, hier oben. Ja. Und überall. Die sehen so auch besser aus. Die haben sich dann bei mir auch geändert. Und das Enderportal hat hier Blitze drin. Ja, geil. Und beim Chinesen ist beim Enderportal, also im Portal direkt in der Mitte, bei der chinesischen Mythologie, ist direkt Dings aufgeführt. Hast du die auch gekauft? Ne, ich hab's mir geguckt. Ich könnte sie mir kaufen, ja. Ah, da warten wir noch. Das wird später mal ein anderes Projekt. Wir haben ja noch sehr viele Projekte vor uns. Wir müssen erstmal gucken, wie gut unsere Projekte ankommen. Wenn die gut ankommen, können wir die anderen Packs auch noch vorführen. Ja, die Wolke ist schon wieder hier zwischen. Darf ich bei dem Dings, bei dem Wassertempel, wo ich einen Turm gebaut habe, endlich bin ich jetzt ganz. Endlich bin ich oben angekommen. Scheiße was, wo ich die Treppe reingemacht habe, aber nichts mit oben angekommen. Ja. Das war die Wolke. Ja. Boah, unsere Gebäude sind einzigartig, die wir hier bauen. Ich glaube, das können andere auch, aber die machen das, glaube ich, nicht. Ja, zu aufwendig. Ja, viel zu Zeit verbraucht das. Ich glaube, ich ändere nochmal was am Eingangstor. Aber jeder hat seinen eigenen Baustil. Du bist mehr mit den Verzierungen und ich bin mehr mit dem Prunk. Mach mal die kostspieligen Sachen. Ja. Die ich wiederum nicht mache. Ja, das will ich natürlich nicht. Das sieht ja jetzt hier eurer Scheiße da rein. Eine Treppe muss ich auch noch reinbauen unten. Und die muss sehr hoch sein, die Treppe. Bei Leitern will ich in so einem mächtigen Gebäude nicht haben. Da, Leitern kommen nur in den Billiggebäuden. Beziehungsweise in Abteilen. Zum Beispiel Keller oder irgendwo dafür Wachen auf dem Wachturm zu klettern oder so. Ja. Da sind Leitern. Ah, das kommt später, die Innenausstattung. Sandsteintreppe, Quarztreppe, wo bist du? Sandsteintreppe, Quarzstufe, da haben wir dich ja. Also ich mach mal jetzt hier rein. Kommst da rein, da, ne, so nicht. So. Ja, die eine Seite schon mal. So. Ja, die sollen mich auch noch ändern. Das sieht doch scheiße aus. Das ist ja das Coole, dass das alles übernommen wurde. So muss man nicht alles nochmal abreißen. Schön wäre es, wenn alles weg wäre und abgerissen hätte, wieder die Arbeit im Ja, wie beim LDD. Wenn da Teile zugekommen sind und es waren welche bei, die nicht mehr sind, da waren immer Lücken drin. Ne? Ja. Hä? Ja. Ne, ist so. Wollte schon sagen. Ah ja, bei einem hast du vergessen dort irgendwie. Da kommt schon. Was rein, Fenster hast du bei einem vergessen, hatte ich denn ja. Nachgeholt. Unten irgendwo war das. Das muss ab, das muss ab. Ups, oh, das war jetzt schlecht.
Das Geile bei den Griechen waren, die haben ja auch sehr viel Zierde gehabt. Ja. Naja, entsprechend waren auch die Bauten teuer. Und die haben nicht irgendwie billig Materialien genommen, die haben richtig hochwertige Materialien. Ja, Marmor und alles. Und da bezahlen wir also. Bei den Griechen war der größte Luxus Platz. Platz und Wasser, das war der größte Luxus bei den Griechen. Ja. Und auch ihr Vorteil mit fließendem Wasser und so. Griechen waren einer der ersten mit wirklich fließendes Wasser hatten. Manche Griechen haben. Aber jetzt stört die Wolke ein bisschen. Ah. Ich stell mir vor, es wäre dunkel, also Nacht. Ich hätte das nicht den Tageslichtzyklus nicht ausgeschaltet. Mal erstmal so weit wie ich komme, dann packe ich das dazwischen ab. So, hier muss auch noch. So. Was wollte ich jetzt? Die Zeit im Blick. Ja. Jetzt haut die Wolke endlich ab. Und hier, den finde ich auch von den Türen besser. Das ist geil. Für die Eisentür ist ja diese Zwergentür bei der Skyrim-Welt. Aber ich glaube, dieses Paket ist auf der 3 nicht verfügbar. Das wird, glaube ich, nicht übernommen. Die Pakete, die DRL-Pakete sind bei der 3 und bei der 4 extra, werden extra behandelt. Vielleicht hat man deshalb die anderen Pakete auf der, die man von der 3 gekauft hat, nicht auf die 4 bekommen. Ja. Frei. Wahrscheinlich ist deshalb auch das mit so einer Kosten zusammen. Vielleicht hängt das deshalb mit diesen Kosten zusammen. Das mit den Übertragungen des Stands. Wegen die Pakete, die man ja auf der 3 geholt haben, dass man die auf der 4 mit verwenden kann. Vielleicht sind deshalb diese Kosten. Also wenn man die alle Pakete geholt hat, dann wird man mit der Welt mit damit kommt man denn damit billiger bei weg. Weil sich den Stand von der 3 übernimmt. Dafür haben wir hier eine größere Weltkarte. Also wir können so viele Gebäude jetzt machen. Ja. Bei der Dreifassung habt ihr ja schon fast die Welt voll, ja. Das war auch noch genügend Platz, aber nicht so doll. Naja. Hier musst du dran denken, auf der 4 hast du den neunfachen Platz. Also musst du dir so vorstellen, auf der 3 hast du die Mitte und ringsrum ist dann bei der 4. Und Nico, also Dings, der macht der, wie wir immer genannt werden? Dark Dragon. Achso, Dark Dragon will er genannt werden. Weil wegen Dark Dragon, er macht der eher noch kleine Bauten, nicht so einen riesigen wie wir. Außer wenn er mit mir Gebäude baut, dann macht er größer. Ich habe ja zurzeit jetzt auch einen Palast in Gange, aber der ist etwas kleiner als der hier. Ich glaube, der hier ist schon so groß wie deiner auf den Dings, war. Der dürfte schon fast an den Palast von der 3, den ersten, den wir hier gemacht haben, rankommen. Weil der erste ging ja mehr in der Breite, der hier geht ja mehr in der Höhe. Und der hier könnte an den ersten schon fast rankommen. Ich glaube, ich mache jetzt das gesamte Eingangstor so. Oh. Dann sieht es sehr scheiße aus.
Also muss hier nochmal was hin. Ja, so war das. Geht doch. Und so, so, so. Und zack. Ja, und die Seite hier ist relativ gut gemacht worden. Ja. Und hier unten muss ich später auch noch was hinbauen. Vielleicht mache ich da auch ein Portal hin oder sowas. Wo? Ja. Da unten. Oder ich baue da eine richtig. Oder ich baue da eine größere. Oder eine schöne große Brücke und dann eine schöne riesenlange Treppe. Bis nach unten. Da haben sie erstmal ordentliche Füße hinterher. Wenn die das geschafft haben, hier hochzukommen. Wenn du den hier normal öffnest, jetzt nicht eigene Welt machst, sondern ganz normal reingehst. Also nicht eigene Welt hier so machst, dann ist bei diesem Paket richtig fette Statue, so eine große Statue. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Die sollte da irgendwo in der Stadt den. Ist in so einer Stadt den Eingang. Und den Olymp haben sie dargestellt. Aber das Kolosseum habe ich nicht gesehen. Aber dieses Theater, das haben sie da nachgebaut bei dem Paket. Das. Das. Mit den halbrunden. Mit diesen halbrunden Sitzfläche und unten war das, haben wir irgendwo in einer Amphitheater oder so hieß das. Amphitheater war ja das Kolosseum. Das war das erste große Amphitheater. Das Kolosseum. Das hatte sogar eine Wasserfläche und alles. Sie konnten sogar mit Wasser füllen und alles. Ja. Und Seeschlachten nachstellen. Die konnten da Seeschlachten richtig nachstellen. Oh, der Eintritt muss damals aber heftig gewesen sein. Das haben sie, glaube ich, in der Doku nicht gesagt, wie viel der so ein Eintritt gekostet hat, oder doch? Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls aber ein riesenscheiß Teil. Und die haben dann nicht nur die Löwen oder so, was der hat, und Dings, Gladiatoren, sondern die haben da viel mehr Attraktionen gehabt. Und die Gladiatoren, die waren ja meist Straftäter. Ja, wenn die sehr oft gewonnen haben, konnten die sogar Superstars werden. Ja, die konnten sich sogar ihre Freiheit so wieder zurückgeben. Aber manche haben das nie gemacht, die wollten weitermachen. Naja, weil sie berühmt waren. Deshalb. Manche, die haben ja in der Freiheit gar keinen Nutzen gehabt. Ja. Hallo, ihr beiden. Hi. Besuch. Kann ich mal was ran? Brauchst du deinen Laptop? Ja. Alles klar. Du bist jetzt so mitten in der Aufnahme dran, ne? Du wirst im Internet sein. Haha. Wird er mitten im Internet sein? Hat er nicht selber einen Laptop? Ja. Oder hat er den Arsch gekriegt? Ja, der hat noch, der ist noch einer. Oder er braucht das für Dings. Weil ich habe mehr Programme drauf als er. Die kann er sich da auch alle aufziehen. Weil den YouTube-Konverter und so hat er nicht. Hat er nicht genügend Speicher? Der ist rappelvoll. Ah, wirklich voll. Dann soll er den mal aufräumen. Wäre mal empfehlenswert. Ja, wenn das mal so einfach gehen würde. Dann müsste er nur noch Pro-Dateien draufziehen. Der ist froh, dass er von mir die Waves hat. Hm. Aber dann müsste er wirklich mal aufräumen. Das ist, geht auch leise. Und hat er auch überhaupt mal seine Treiber und alles aktualisiert? Nee, wa? Nee. Daran denkt er noch gar nicht mal. Dann wird er auch irgendwann mal Schwierigkeiten ziehen. Die Treiber müssen aktualisiert werden, dass er vernünftig läuft.
Wenn man das ein bisschen Physik mit drin ist. Physik? Ja, weil sonst wird er zu schwer hier unten. Mit den Fenstern, deswegen muss ja das Gold irgendwo gehalten werden. Achso, das meinst du. Also, ob der Querstein muss einen nach hier. Und früher hatten die kein Panzerglas gehabt. Ja. Oh, immer noch einen zu viel. Man fasst denn früher Panzerglas. Flattersandstein, Sandstein. Ja, muss noch einen ran. Wie meistert der Sandstein? Nehmen wir den mal. Oh, jetzt stört die Wolke wieder. Zum Glück brauche ich nur außen machen. Da kommt der jetzt hin. Und hier muss so einer hin. Naja, jetzt ist etwas mehr Arbeit, sag ich mal so, wegen Dings. Weil ich mir das verspätet geholt habe. Ich habe ja schon ordentlich mit dem Bau schon begonnen. Ja. Schon vor dem Dings, vor dem Film habe ich ja ordentlich begonnen gehabt. Das heißt, dass einiges wieder nachholen. Aber das Geile haben sie zwar auch Ziersteine gehabt, genauso viele, aber nicht so eine guten, glaube ich. Die haben nicht so eine schönen Muster gehabt. Black Ring nennt er sich ja. Ja. Wenn er das jetzt sehen würde, würde er wahrscheinlich in YouTube denn sehen. Mal sehen, was er denn dazu sagt. Ja. Ein bisschen Abwechslung drin mit blauem Glas. Die ringsrum. Und das Glas ist hier besser. Man hat dieses schwarze nicht immer dazwischen. Ja. So sieht das dann jetzt aus mit dem Blau ringsrum. Sieht aber auch cool aus mit dem Blau. Haben Friesen sehr viel buntes Glas, ja, viele Hitze gar nicht. Ja, das Buntglas war extrem teuer damals. Ist ja heute noch teuer, wenn sie richtig Buntglas haben. Vor allen Dingen ist es handbearbeitet, beziehungsweise handgeblasen oder geschoben und sowas, je nachdem, was für eine Art Glas so hat es früher. Ja, früher wurde sehr viel von Hand gemacht. Deswegen waren auch damals in der DDR die Geräte so teuer. Heutzutage kriegt man alle Geräte hinterher geworfen. Man muss schon in den High-End-Bereich gehen, um überhaupt noch Geld zu bezahlen. Und dementsprechend sind auch die Qualität heutzutage. Ja. Deswegen sind Billigfernseher heute ja keine Qualität mehr. Nee. Zwar im Direktvergleich ist die Qualität zwar schon hoch, aber für heutige Ansprüche ist es immer höher. Ein 4K-Fernseher mit einem SCART-Anschluss. Hä? Ja. Bringt ja viel. Ja. Wird aber noch genutzt, leider.
Genauso wie eine High-End-Anlage mit Quadrat-Titan 9. Weißt du auch noch, was da damit abgespielt wird? Ja. Die wollen protzen und zeigen, guck mal, eine fette Anlage und dann... Wir spielen sie erst den Bit-3s ab. Ja. Aber bei Titan-Quadrat 9 Bit-3. Aber auf eine Art ist die Musikindustrie ja selber schuld. Wenn sie ihren Leuten so einen Schrott anbieten, brauchen sie nicht wundern, wann die Boxen schlecht verkauft werden. Von mir kriegen die kein Geld. Ich find's gut, dass die Leute sich nicht abspecken lassen mit MP3. Wenn ich Geld dafür bezahle, will ich Flak oder so haben. Gib doch kein Geld für MP3s aus. Violetta gehörte dein Leben. Also wo Panzerlehm ist das? Mit Lehm haben sie früher sehr viel gearbeitet. Sektor sind auch fast fertig. Ja, diesmal die Wolke gewartet. Nee, okay. Da in der Fuß. Ja. Aber voll sehen. Ich gucke jetzt gerade die ganze Zeit um, aber ich habe der Fuß ist ja, aber guck mal, der hat sich ein bisschen verändert. Ja. Der ist unten, was vorher rot war, ist jetzt blau. Ja. Meine Schwester macht sich ja jetzt einen Prinzkalender, wo seit ich ihr ja dieses von Chip, diese, ist ja jetzt dieser Adventskalender, kostenlos. Ja, kann die man, auch schon gesehen. Ja, kann man sich ja runterladen, Vollversionen kostenlos, finde ich geil. Ein paar gute sind dabei, die man brauchen kann. Na, ich meine Schwester, gucke ich jeden Tag denn rein, hat meine Schwester gesagt, also bis mal hier gesagt, ah, heute ist ein Programm mit drin, wo man sich Kalender erstellen kann. Meine Schwester kurz nachgedacht und dann gleich hat sie gleich euphorisch gesagt, runterladen, sofort, sozusagen. Nicht sofort hat sie nicht gesagt, aber gleich runterladen. Macht sie sich jetzt einen Prinzkalender. Am besten gleich ein Geburtstagskalender, weil Geburtstagskalender finde ich besser als Jahreskalender, weil man einen Geburtstagskalender immer haben kann. Ja, der ist immer in Gebrauch. Ein Dings, Jahreskalender, den wirfst du ja wieder weg. Ja. Also Geburtstagskalender. Den hast du auch lange. Also meine Mutter hat ja auch immer Geburtstagskalender gehabt, einen Geburtstagskalender hat sie ewig gehabt. Aber wirklich ewig. So, setzen wir wieder hier hin. Das ist ja der Startpunkt, den habe ich ja hier oben hingesetzt. Ja, wenn man in Enterportal reingeht. Und willst du jetzt mit anderen Steinen ausbauen, Daumen? Ja, da den ganzen Dings mache ich. Da. Sag ich den so.
Also den Eingang. Die Mauer an sich nicht. Die lasse ich so. Man nimmt ja auch kein dieses Quarzblöcke und so, dieses wertvolle Gestein ja auch nicht dafür, für Mauern. Ja. Die nimmt man hier zum für Eingänge und so, um es anzugeben sozusagen. Und so mächtig ein Mann war, umso prunkvoller waren er seine Bauten, die Art, wo er drin gewohnt hat. Ja, da gibt's kein Quarz, was will ich lassen, die Dings. Ah, das hier kann ich ändern. Das ist das Geile an sowas hier. Man kann es schön ändern. Ja. Das geht in echt zwar auch, aber es wäre sehr kostspielig. Ja. Hier oben habe ich ein Doppeldach drauf. Aber nicht so griechisch-mäßig, oder? Oder doch? Also griechische Bauweise. Hä? Oder was für eine Bauweise? So. Ah, doch, schön. Aber das wird erstmal nur ein hier vorne ein Dach. Und hier oben kommt dann noch was drauf mit zwei Türen. Baue ich hier oben drauf. Und in der Mitte ein kleines Dach. Dass das Dach von hier bis da hinten durchgeht und hier ein Turm und da ein Turm drauf. Was es hier an Stufenteile gibt. Ui, das Blau sieht doch geil aus. Das Blau? Mal gucken, wie das aussieht. Das Blau. Was? Da ist das. Ach so, das sind so eine Art Ziegel. Ah, so sieht das aus. Gibt aber auch einen guten Kontrast. Reinsetzen. Also ich muss mal die Süßigkeiten, die Bauwerke meiner Süßigkeitenwelt sehen. Das sieht aus. Und die Lava. Das ist irgend so ein Himbeersirup, die Lava. Mal lecker die Lava. Aber geh mal in der Lava rein, verbrennst du in diesen Himbeersirup. Was irgendwie dumm ist. Geplanierter Ziegel dürfte es sein. Ja, geplanierter Ziegel. Ja, bleibt leider so rum. Das kannst du nicht anders. Leider. Einmal.
Also ohne Fliegen ist das schon fast unmöglich, da hier zu bauen, sowas. Ja. Da muss immer Angst haben, dass du runterfliegst, dann bist du tot. Zum Glück gibt es keine Trophäe, die sagt, dass man solche Bauten machen muss. Ja. Das heißt, ohne Fliegen denn. Müssen wir uns ja auch noch holen, die Trophäen, sowohl auf der 3 als auch hier auf der 4. Ja. Skyline soll also hier Minecraft soll einer der leichtesten Trophäen sein, ja? Ja. Einer der schwersten ist ja Dings, Skylanders, das Strap Team. Haben wir aber auf Platin geschafft. Ja. Auf der 3 Fassung. Aber auch nur durch diesen Trick. Hätten wir den nicht gehabt, hätten wir es auch nicht geschafft. Den Trick mit den Schurken. Ja. Entweder ist es wirklich ein verstecktes Ding gewesen oder wir hatten wirklich einen Glitch im Portal. Im Portal oder es ist ein Glitch in der Datei. Das heißt, wenn es in der Datei ist, kann man das wieder wegmachen. Es wäre geil, wenn das aber kein Glitch, also kein unbeabsichtigter Glitch ist, weil dann müsste man sich ja einen Haufen Skylanders kaufen und die kosten ja immer noch 5 Euro zwar, aber 5 Euro haben oder nicht haben. Ja. Also, wenn ihr wollt, können wir das mit den Skylanders auch online stellen. Müssen wir aber auf der 3 machen und wir müssen mit dem Handy abfilmen, so gut wie es geht. Wir haben ja keine Elgato-Karte, leider. Sonst hätten wir das schon längst reingestellt. Ja. Das ist nämlich ein richtig geiler Trick mit den Schurken. Und das ist auch kein Cheat oder sowas? Ne, wir haben nicht gescheatet. Aber die haben auch nur aus Zufall rausgetrickt, weil wir immer wie so eine Irren trainieren, um uns vorzubereiten. Trainieren wir mal wie so eine Wahnsinnigen. Es sei denn, wir kriegen das noch für die 4 ran. Ah, das ist günstig. Ja, wir brauchen eigentlich nur die CD. Mehr brauchen wir nicht. Ne, das Portal haben wir ja. Aber die CD nicht, wenn wir das Portal haben. Ja, die CD kriegt man am meisten bei Amazon oder so günstig ran. Ja. Oder bei eBay. Und wie viel eBay nicht überhaupt. Dann müssen wir das auf der 3 erstmal ausprobieren, ob das wirklich ist. A7. Mach ich auf 8er. Ja, eine Tür im leeren Raum. So, dann machen wir erstmal mit dem Video Stopp. Ah, ist schon? Ja, ich glaube, wir sind sogar schon drüber. So, dann machen wir erstmal Stopp und wir sehen uns dann gleich wieder.